Dass er so exakt dann ins kurze Eck fliegt, wusste ich auch nicht, aber war ein schönes Gefühl, dass es zum Sieg gereicht hat. Einfach spontan abgezogen? Ja, ich habe gesehen, der Föhre zieht nach innen. Dann habe ich gehofft, dass er mir spielt, weil ich da schon im Kopf den Schuss habe. Und ja, so ist dann gekommen. Ich denke, wir sind sehr gut reingekommen ins Spiel, haben viele Torchancen gehabt, das 1-0 gemacht. Und danach haben wir es irgendwie versäumt, weiter dran zu bleiben. Sind irgendwie passiv geworden in allen Aktionen und ja, hatten hier und da ein bisschen Glück. Und haben es am Ende dann ein bisschen über die Zeit gerettet. Ich denke, insgesamt können wir schon besser spielen. Das steht außer Frage, aber in der Liga ist es einfach verdammt schwer. Das sind auch junge Burschen, die nichts zu verlieren haben. Die haben auch vor so einer Kulisse nicht oft gespielt. Ich glaube aber, dass wir Luft nach oben haben. Aber wir sind einfach froh, dass wir jetzt 2 Punkte gewonnen haben. Und ja, jetzt geht's weiter. Erste Halbzeit müssen wir uns eigentlich wieder mehr belohnen mit den ganzen Torschüssen, wo wir hatten. Müssen wir 2, vielleicht sogar 3-0 schon führen. Und wir haben es im Ende raus halt wieder spannend gemacht. Lange 1-0. Weiß man, dass sie viel mit langen Bällen agieren. Wir wissen, dass Bremen eine spielstarke Mannschaft ist, wenn man sie spielen lässt. Und da waren wir einfach zweite Halbzeit zu passiv. Irgendwie gab es gar keinen Grund dafür. Ja, 1-0 in Führung gegangen, wirklich gut im Spiel gewesen. Aber ja, wie das manchmal so ist, du glaubst dann irgendwie Meter weniger zu machen zu können oder zu müssen. Aber ja, auch in der Liga wird sowas dann oft auch bestraft. Wir haben Glück gehabt, dass es heute nicht bestraft wurde. Und jetzt sind wir natürlich voller Vorfreude auf den nächsten Spieltag. Am Freitag geht es schon weiter in Wehen. Absolutes Topspiel. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall alles wieder auf den Platz bringen, um dort erfolgreich zu sein. Karlsruhe, hello! Im Wildpark gegen Kölle, egal wo! Sitzen 10, stehen 5 Euro.